Der St. Marxer Friedhof ist ein Friedhof im 3. Wiener Gemeindebezirk, der 1874 geschlossen wurde und heute unter Denkmalschutz steht. Bereits seit dem 16. Jahrhundert hatte es in Wien Bestrebungen gegeben, die Friedhöfe aus dem Stadtinneren zu verbannen. Reformen waren aber in Bezug auf Bestattungen in Wien besonders schwierig durchzusetzen, da die Wiener Bevölkerung eine fest vorgefertigte Meinung hatte, wie ein Begräbnis und die dazugehörige Festlichkeit zu gestalten waren und ihre traditionellen Bräuche nicht aufzugeben vorhatte. Erst Kaiser Joseph II. Setzte mit einer im Zuge seiner josephinischen Reformen erlassenen Seuchen- und Hygieneverordnung gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Schließung der Friedhöfe im Stadtgebiet und in den Vorstädten durch und verbot auch Begräbnisse in den Kirchengrüften und Klöstern innerhalb des Linienwalls. Davon ausgenommen waren Begräbnisse in der Kapuzinergruft, der Stephansgruft und dem Salesianerkloster. Stattdessen wurden 1784 außerhalb des Linienwalls 5 sogenannte kommunale Friedhöfe angelegt, heute auch bekannt als Biedermeier-Friedhöfe. So entstanden der St. Marxer Friedhof, der Hundsturmer Friedhof, der Matzleinsdörfer Friedhof, der Währinger Friedhof und statt eines ursprünglich in der Brigittenau geplanten Friedhofs der Schmelzer Friedhof. Die jüdische Gemeinde Wiens musste aufgrund dieser Verordnung den jüdischen Friedhof Währing außerhalb der Linien als Ersatz für ihren Friedhof in der Rossau errichten. Letzterer wurde aber im Gegensatz zu den katholischen Vorstadtfriedhöfen nicht aufgelassen, da die Gräber auf jüdischen Friedhöfen auf Ewigkeit bestehen und keine Exhumierungen und Überführungen von Toten vorgenommen werden dürfen. Der St. Marxer Friedhof wurde außerhalb des Linienwalls, nahe dem Linienamt St. Marxer Linie, errichtet. St. Marx war ein Teil der Vorstadt Landstraße. Der Name ist auf eine Kapelle des dort gelegenen Bürgerspitals zurückzuführen, die dem heiligen Markus geweiht war. Mit der Eröffnung des St. Marxer Friedhofs wurden mehrere kleinere Vorstadtfriedhöfe aufgelassen und die Gebeine auf den neuen Friedhof gebracht,
So wurden auch die sterblichen Überreste der Beerdigten des Landstrasser St. Nikolai-Friedhofs, an dessen Stelle sich heute der Rochusmarkt befindet, hierher überführt, unter anderem jene des Bildhauers Georg Raphael Donner. Der St. Marxer Friedhof wurde erstmals am 17. Mai 1784 in einem Sterberegister der Pfarre Mariä Geburt namentlich erwähnt. Es ist aber wahrscheinlich, dass hier bereits in den Wochen davor Bestattungen stattgefunden haben. Die Zuständigkeit des Friedhofs umfasste Teile der inneren Stadt, die Vorstädte Landstraße, Erdberg und Weißgerber sowie die heutige Leopoldstadt. Der Friedhof befand sich zum Zeitpunkt seiner Eröffnung noch weit außerhalb der Stadt, die aber ab 1850, nach der Schleifung der Verteidigungsanlagen, Eingemeindung der Wiener Vorstädte und Abtragung des Linienwalls rasch bis zum Friedhof vorrückte. Wie zeitgenössische Quellen und Verordnungen zeigen, hatten die kommunalen Friedhöfe unter den josephinischen Reformen auch den Zweck, die Toten möglichst weit von den Lebenden fernzuhalten. In den ersten Jahren war es sogar verboten, die Leichenwagen auf ihrem Weg zum Friedhof über die Stadtmauer hinaus zu begleiten oder Gräber zu kennzeichnen. Eine Ausnahme bildeten Grabstätten, die sich direkt an der Friedhofsmauer befanden, weshalb sich die ältesten Gräber mit Grabstein dort befinden. Erst als das Verbot aufgehoben wurde, weil der Widerstand des Klerus und der Bürger zu stark war, durften auch einfache Gräber mit Grabsteinen ausgestattet werden. Die wohl bekannteste Grabstätte auf diesem Friedhof ist jene des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart. Die Stadt Wien führt den St. Marxer Friedhof als öffentlich zugängliche Parkanlage. Nach dem Bau des 1803 eröffneten Wiener Neustädter Kanals lag der Friedhof nunmehr am südwestlichen Ufer dieses Wasserlaufs und war somit von St. Marx und der Ausfallstraße, dem heutigen Rennweg, getrennt. Vor dem St. Marxer Linientor wurde eine über den Kanal führende Brücke gebaut, über die der Friedhof weiterhin erreicht werden konnte. Thank you.
Am 26. Oktober 1848 fanden auf dem Friedhof im Zuge des Wiener Oktoberaufstandes Kampfhandlungen statt, bei denen die Wiener Verteidiger kroatische Einheiten zurückdrängen konnten. Aber bereits 2 Tage später fiel die St. Marxer Linie und am 31. Oktober erstürmte das Militär die innere Stadt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden aufgrund der Bevölkerungsexplosion in Wien die kommunalen Friedhöfe rasch zu klein, weshalb die Stadtväter die Errichtung des Wiener Zentralfriedhofs beschlossen, welcher schließlich am 1. November 1874 seiner Bestimmung übergeben wurde. Gleichzeitig wurden die 5 Kommunalfriedhöfe nach 90-jährigem Bestehen geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der St. Marxer Friedhof nach mehreren Erweiterungen eine Fläche von 60.000 Quadratmetern und war damit nach dem Schmelzer Friedhof der zweitgrößte der kommunalen Friedhöfe. Vereinzelt wurden hier aber auch nach 1874 noch Bestattungen vorgenommen, vor allem in bereits bestehenden Familiengruften. So wurde beispielsweise der Praterunternehmer Basilio Calafati im Jahr 1878 beigesetzt. In den 1880er Jahren wurde begonnen, prominente Verstorbene des St. Marxer Friedhofs zu exhumieren und auf den Zentralfriedhof umzubetten, da dort zur Steigerung der Attraktivität der neuen Totenstadt Ehrengräbergruppen angelegt wurden. Der St. Marxer Friedhof wurde in weiterer Folge sich selbst überlassen, was zu einer Verwilderung des Geländes führte. Nach einem Beschluss des Wiener Gemeinderates vom 10. Februar 1922 sollten die 5 ehemaligen Kommunalfriedhöfe aufgelassen und in Parks umgewandelt werden. In den darauffolgenden Jahren wurde aus dem Hundsturmer Friedhof der Heidenpark, der Matzleinsdorfer Friedhof wurde zum Waldmüllerpark, der Währinger Friedhof zum Währinger Park und auf einem Teil des Areals des Schmelzer Friedhofs wurde der Märzpark errichtet. Heimatforscher Hans Pemmer setzte sich jedoch geradezu kämpferisch für die Erhaltung des St. Marxer Friedhofs ein, sodass dieser unter Denkmalschutz gestellt wurde und als einziger dieser 5 Friedhöfe bestehen blieb. Nach einer Renovierung und Instandsetzung des gesamten Friedhofs unter Leitung des Architekten Anton Waldhauser wurde dieser am 22. Oktober 1937 der Wiener Bevölkerung als öffentliche Parkanlage übergeben und 1943 unter die Obhut und Pflege des Stadtgartenamtes gestellt.
August 2005 beschloss die Stadt Wien ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur weiteren Erhaltung des Friedhofs. Hauptaugenmerk wurde dabei auf die Instandsetzung der Grabsteine gerichtet, da diese zu einem großen Teil aus Sandstein bestehen und in keinem guten Zustand sind. Grabmäler aus vergleichsweise witterungsresistenten Materialien wie Marmor oder Granit wurden zur damaligen Zeit nur selten hergestellt. Im Auftrag des Kulturamtes wurden alle Grabstellen und deren Erhaltungszustand in einer Datenbank erfasst. Nun sollen im Zuge eines vom Wiener Altstadterhaltungsfonds unterstützten mehrjährigen Projektes beschädigte und verwitterte Grabsteine restauriert werden.